Das All-Star-Game am 1. Februar 2014 in Leipzig. Die Handballnationalmannschaft gegen das All-Star-Team der stärksten Liga der Welt. Dafür sind 42 Spieler nominiert. Die Nationalspieler haben sich ihre möglichen Gegner schon mal ganz genau angeschaut. So, Männer, jetzt geht's um die Kreisläufer und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, weil ich muss in jedem Spiel gegen die Jungs kämpfen. Wir haben hier Michael Knutzen. Sehr unangenehmer Kreisläufer, läuft im Kreis ständig hin und her und ist nur sehr schwer zu fassen zu kriegen. Wenn er einen Ball hat, ist meistens Tor oder 7 Meter. Bartosz Sierecki, mein Kumpel aus Magdeburg. Da bin ich Gott froh, dass ich jetzt endlich mit dem zusammenspiele, weil das waren ein paar heiße Fights, die ich mit dem da hatte in der Deckung. Hat einen sehr kompakten Körper, sehr niedrigen Schwerpunkt. Das ist wirklich sehr schwer, ihn zu halten. René Toft-Hansen macht das weiter, was Markus Alm jahrelang beim THW gemacht hat. Gegen die Sperre muss man sehr frühzeitig arbeiten und ist sehr torgefährlich. Fängt einfach jeden Ball auch mit einer Hand. Jesper Nielsen von den Füchsen. Gefühlte 200 Kilo Muskelmasse. Wenn man dagegen läuft, bewegt sich einfach nichts. Man müsste irgendwie versuchen, ihn dann irgendwie vorher drum rumzulaufen. Daniel Kubisch, eigentlich der Abwehrchef der MT Melsung. Aber nicht unterschätzen, ist auch ein sehr guter Angreifer. Beate Mürhol, in meinen Augen im positiven Sinne der nervigste Kreisläufer der Liga, weil er einfach permanent irgendwie in Action ist und permanent irgendwelche Ideen hat. Sehr sympathischer Typ übrigens. Soweit die Nominierten. Das letzte Wort aber haben die Fans.